Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zurück hier beim Hirsch-Comeback auf der Bergisch Land. Ja, ich bin unterwegs Richtung Gemeindegebäude mit unserem komischen, wackeligen Traktor, weil der Herr Willers Geld von uns will. Tja, müssen wir bezahlen, das ist klar. Wir haben ja einiges verbraucht und da müssen wir einfach mal gucken, was da jetzt bei rumkommt. Weil so ein bisschen wird ja langsam auch unser Kontostand eng. Müsst unbedingt gucken, dass der Dingsbums hier, der Herr Sauf, endlich unser Geld für den Pickup uns bezahlt. So, da ist schon mal das Gemeindegebäude. Da sind wir ja schon da. Guck mal. Ging doch schnell. Na gut, wir werden gleich die Wolle verkaufen. Na klar, da gibt es auch noch mal Geld. So, wir sind mal ganz frech und parken einfach hier so quer. So, na. Tür, geh auf. Die Tür will nicht auf. Na gut, dann nicht. So. Dann gucken wir mal dahin. So. Wie war das? Der hatte doch sein Büro oben, ne? Genau, Bürgermeister oben. Hallo, Fahrstuhl. Der will nicht. Na gut, dann laufen wir halt die Treppe hoch. So, wo war das jetzt? Ach ja. Herein. Hallo, Herr Willers. Moin. Da bin ich. Ja, genau. Ich hatte Sie erwartet. Das ist gut. Sie wollten irgendwie Geld von mir haben, habe ich gehört. Genau. Das war ja einmal, Sie hatten ja bei mir beim Landhandel, hatten Sie ja das eine Mal den Kalksteuer und den John Deere und den Kalk genommen, genau. Also benutzt. Genau. Und dann sagten sie irgendwie noch, dass sie noch irgendwelche anderen Sachen sich geholt hatten, in der Zeit, wo ich auf Fortbildung war. Genau, ich hatte einmal, jetzt muss ich kurz überlegen, 4000 Liter Zuckerrüben geholt. Ja. Dann hatte ich Dünger, jetzt bin ich gerade am Überlegen, der Düngerstreuer, das waren 900 Liter Dünger. Mhm. Und, jetzt muss ich selbst mal gucken, Kleesaatgut, aber ich weiß es nicht genau, wie viel passte da rein in die Sämaschine, muss ich mal kurz nachgucken. 500 Liter, genau, die hatte ich einmal voll gemacht. Das müsste es gewesen sein. Mal überlegen, das, ja, genau, das war's. Alles klar. Gut. Ja, also bei dem Kalk und dem Trecker und den ganzen Leihgaben sind wir bei 250 Euro insgesamt. Okay. Das Dünger, da es ja doch schon ein wenig ist, da sind wir bei 1300 Euro. Ja. Bei dem Saatgut, bei dem Klee war das, richtig? Genau, Klee. Klee-Saatgut sind wir dann bei 500 Euro bei den Literpreisen. Ja. Und dann, was war das noch? Die Zuckerrüben. Genau, Zuckerrüben. Die Zuckerrüben, da sind wir einmal bei 400 Euro. Das heißt, dann sind wir bei 250, das sind 900, 1000, 1150, 2350 Euro. 2350, das müsste ja dann auf das Konto Landhandel gehen, wenn ich richtig genau bin. Da müssten Sie sich kurz mal einloggen. Ja, da logge ich mich kurz ein. Damit das auch richtig ist. So, jetzt nochmal. 3.150 Euro. Entschuldigung. Jetzt bin ich gerade. Ich reiche nochmal nach. Einen Moment.
Da, Ja. genau, da sind wir bei 900. Sind wir bei 1000, 1550, 1000, 2500 Euro. Nee. Also wir sind bei 250 Euro. Jetzt habe ich im Kopfrechnen schon Schwierigkeiten. Jetzt geht es natürlich schon gut los. Schon wieder so viele andere Sachen im Kopf. Ja, das kennt man, das kennt man. Also, dann haben wir, ich hole einmal kurz. Also, wir sind bei 250 Euro für den Trecker. Dann, wir müssen das nochmal durch. 250 Euro für Trecker, Saatgut, für Trecker, Kalk und den Kalksteuer. Genau. Sind wir bei 250 so. Dann sind wir bei 1300 für den Dünger. Das sind dann zusammen 1550. Genau. Dann haben wir die 500 für den die 500 für das Kleesaatgut. Ja. Dann sind wir bei 1000, nee, Entschuldigung, 2050. Genau, sagt Und mein Handy dann, auch. genau, und dann plus die 400 Euro sind wir bei 2450 Euro. Ja, das hört sich doch gut an. So, dann machen wir das nämlich. So, dann haben Sie das schon mal. Ein bisschen Trinkgeld ist dabei. Alles klar, Dankeschön. Ich bedanke mich. Ja, Sie sind einer der nicht darüber rummeckert. Ich lasse mir das auch nicht angefallen. Nö, wieso? Ich habe das genutzt und die Preise sind ja eigentlich noch relativ human, habe ich so mitbekommen. Wenn ich bedenke, was wir früher, als ich dann noch in Hoppbach gewesen bin, was ich da fürs Lohnunternehmen für Beträge rausgeschmissen habe, das ist, da ist das hier Portokasse, auf gut Deutsch gesagt. Ja, aber es sind angemessene Preise, finde ich. Also, das ist alles. Ja, das denke ich auch. Also da, wie gesagt, also ich bin da der Letzte, der ein bisschen rummeckert. Also was auf jeden Fall demnächst mal kommen wird, ich habe ja gesehen, Sie machen auch das Kalk und Dünger auch in Big Bags. Da werde ich, denke ich mal, demnächst irgendwann mal welche bestellen bei Ihnen. Das können Sie machen. Die kann ich auch vorbeibringen. Also ich bringe Das die wäre tatsächlich vorbei. sehr gut. Das wäre sehr gut. Ja, wie gesagt, kommt dann irgendwann demnächst. Noch habe ich genug und ja, ich glaube, die Wiesen brauchen eh, glaube ich, Kalk gar nicht mehr, weil die sind ja einmal angesät, die wachsen ja nach. Und Dünger habe ich noch im Streuer. Also ich werde mich dann auf jeden Fall melden. Und Alles klar. es ist auch so, falls Sie mal irgendwie mal Hilfe brauchen bei sich irgendwie, können Sie sich auch gerne melden, weil ich habe im Moment relativ viel Leerlauf. Also wie gesagt, wenn Sie mal irgendwo, sei es was zum Ausliefern oder ich weiß nicht, ob Sie auch eigene Felder haben, die Sie bewirtschaften. Das habe ich von der Stadt aus, aber da haben wir noch kein gutes Lohnunternehmen gefunden bisher, weil hier ist das ja auch alles noch einigermaßen neu, das Gebäude, und seit neuem hat die Stadt dann auch ein paar Sachen, ein paar Felder. Wir haben aber noch kein Lohnunternehmen gefunden, was dieses machen möchte. Also wie gesagt, wenn Sie mal irgendwie ein bisschen Hilfe brauchen, einfach melden. Alles klar, machen wir auf jeden Fall. Jo, gut. War sonst noch irgendwas? Nee, das wäre es gewesen. Das Geld habe ich bekommen, ich habe gerade geguckt. Ja, perfekt. Weil dann werde ich mich nämlich wieder auf den Weg machen. Ich will meine Wolle noch verkaufen. Oh, ja, alles klar. Ja, dann sage ich erstmal einen schönen Tag noch, Herr Willers, und ja, bis die Tage. Das wünsche ich Ihnen auch. Alles klar. Jo, Gut. ebenso, danke, Tschüss. tschüss. Na, hallo? Können die Tür auch gerne auflassen, ich muss nämlich auch. Okay, gut. So. So.
hier ab und zu. So, dann gucken wir mal, dass wir die Wolle noch wegbekommen. Tja, danach müssen wir mal schauen, was wir noch so anstellen. Wir können auf jeden Fall mal unsere Felder begutachten. Also, ja gut, die Felder, die Wiese und die Kleewiese. Genau, wir wollten mit dem Weidemann noch runter die Schafe mit Zuckerrüben versorgen. Das wird auch nochmal so eine Riesenaktion werden. Da sind wir auch wieder 3 Jahre unterwegs. Aber wie gesagt, wir lassen den dann da unten stehen. Genau. Weil Silage ist da, das ist da. Ja, das passt, glaube ich. Kommt nichts. Tja, jetzt haben wir eigentlich das Futter, was wir für Kühe brauchen, aber wir haben kein Geld, um Kühe zu kaufen. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht. Was machen wir da? Was machen wir da? Ist doch ein kleiner Berg nur hier. Du schaffst das. Ich bin ja wirklich mal gespannt, ob das jetzt gleich besser läuft, wenn wir die Wolle weg haben. Doch hier, glaube ich, sein. Oh, müssen wir kurz hier gucken. Hier ist der Wanderverkauf. Jetzt wird das spannend. Müssen wir das von Hand runterholen oder geht das automatisch? Wir müssen es na klar runterladen. Na gut, machen wir doch. So, wir brauchen die Spanngurte weg. Gut. Die wieder. Na, bleib drauf, bleib da drauf. So. Oh, ne, ich bin falsch, ich bin falsch. So kann das nicht funktionieren. Das sehe ich jetzt erst. Oh, gut, dann noch einmal aufladen. Macht er das jetzt automatisch? Nein. Oh Gott, oh Gott. Das ist wieder Technik.
So, jetzt auch. Wir müssen das noch einmal aufladen. Wenn man noch nie einen Kran gesteuert hat, ist das ganz schön tricky, die ganze Sache hier. Was kommentiert das eigentlich auch? Ah, das kann ich auch mit dem steuern. Das ist doch schon mal gut. Den Kran einmal. So. Ja, vielleicht schaffen wir das heute noch. Das ist gut. So, wir müssen nämlich da hinten rein, habe ich gesehen. Nur die Frage, dasselbe wie eben. Macht er das automatisch oder müssen wir das noch abladen? Wir müssen es abladen. Ich liebe es, ich liebe es. So, die Spanngurte weg. Das Ding wieder aufbauen. Kriegen wir das jetzt einfach darunter geschubst? Komm. Das muss doch gehen. Wir haben Geld bekommen. Es hat funktioniert. 700 Euro für ein bisschen Wolle. Na gut. Besser als nichts. So. Klappen wir das zusammen. Ich glaube wirklich, dass das an dem komischen Teil liegt. Das heißt, wir machen das wieder da rein. So, aber ich würde sagen, das war's dann für heute. Anstrengend, hier so ein bisschen Wolle abzuladen, aber ja, wir haben es geschafft, wir haben Geld bekommen. Und dann würde ich sagen, am Freitag geht's weiter. Dann gucken wir mal, wie es da oder was wir dort machen werden. Ja, schaut gerne rein, Däumchen nicht vergessen. Und, boah, da kommt auch noch. Eieiei. Das war knapp. Reinschalten auf jeden Fall. Damit sind wir raus für heute. Bis dann. Macht's gut und tschüss.